Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Ultra Lightcore. Heute geht es darum, dass wir hier das Jetpack mal in Benutzung nehmen. Wir haben nicht schon seit längerem hier dieses Jetpack und da steht No Gas Stored. Und ich dachte immer, man braucht dafür Gas, um das aufzuladen. Und jetzt hatte ich aber zufällig ein Tutorial gesehen und wir wollten so oder so nochmal hier uns drum kümmern. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das gemacht hat. Aber auf jeden Fall brauchen wir Hydrogen, um das aufzuladen. Nicht irgendwie Gas, sondern Hydrogen. Ich weiß nicht, ob Hydrogen Gas ist. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. So, dann craften wir das Ganze jetzt mal zusammen. Und schon haben wir das. So, und wie sieht das jetzt aus, die Maschine? Braucht die Energie? Es sieht so aus, wie bräuchte sie Energie. Frage ist nur, von wo braucht sie Energie? Und nee. Stellen wir sie einfach mal hier hin. Und jetzt sollte sie Energie haben, genau. Jetzt kann man hier wahrscheinlich einfach Wasser reinschütten. Das ist, wenn ich den Tank einfach hier reinlege. Das müsste doch zumindest gehen, oder? Ja, das geht auf jeden Fall. Wenn wir uns nochmal so einen Tank machen jetzt. Jetzt mache ich den Tank. Dann haben wir zumindest das beides hier drin. Das heißt, wir müssten hier eigentlich irgendwie eine Pumpe anschließen. Irgendwie, irgendwo. Ich würde mal den Chiseltisch hier wegbauen und das Ganze immer umbauen. Und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut. So, ich habe das Ganze jetzt mal hier angeschlossen. Und jetzt kommt hier unendlich Wasser rein. Das heißt, es wird die ganze Zeit Oxygen und Hydrogen produziert. Und da unten ist Wasser, was halt ständig abgesaugt wird. Jetzt würde ich mal hingehen und gucken, wenn man jetzt den Tank mal nimmt, der ist so voll, und ich hier mal das Jetpack rein tue. Dann lädt sich jetzt das Jetpack auf. Und in das Jetpack passt anscheinend sehr viel rein. Ja, 24 Millibuckets. Wir gehen. Dann nehmen wir den Tank wieder. Und packen ihn hier rein. Und dann läuft das jetzt weiter. Dann testen wir jetzt mal das Jetpack aus. Und ja, ich kann fliegen. Wie viel verbraucht er so? Okay, er verbraucht schon ordentlich. Gibt es da irgendwie Upgrades für? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr wisst, wie man das Upgrade aufs Backpack bekommt oder ob das überhaupt geht. Und dann würde ich mir nochmal die Schuhe angucken. Denn wir haben ja auch noch die Schuhe hier und ich weiß nicht, was die genau machen. Ah doch, die sind tatsächlich dafür da, dass ich weicher lande. Wenn ich jetzt nicht runterfalle, nehme ich so gut wie keinen Fallschaden. Wir haben halt jetzt tatsächlich Querdeflug. Kann einfach fliegen. Ich bin in den Wolken, oh mein Gott. Du wird auf jeden Fall fortbewegen, relativ easy werden.
Jetzt wäre halt noch die Frage, ob es das Jetpack auch für eine Chestplate gibt. So, da komme ich halt gar nicht rein. Also, es gibt Jetpack. Armored Jetpack. Frage ist, wie viel mehr Rüstung hat das als ein Ender soweit? Das hat 8 und 3 Dir. 8 Rüstung und 3 Dir oder so. Und plus 3, plus 10 Sound oder so. Das hat plus 8 Rüstung, plus 12 Rüstung und plus 2 Dir. Und es ist Bronze. Wie kriegt man das hin? Woher bekommt man das? Tin und Copper. Das heißt, ich pack mal kurz, mach mal kurz die Bronze Ingots, so wie die Diamond, den Diamond Dust, den Block of Steel, und dann machen wir das nächste Backpack. Gut, ich habe jetzt die Sachen zusammen und jetzt können wir tatsächlich hier das Jetpack machen, wenn ich es im Rücken nehmen würde. Und dann haben wir hier das Armor Jetpack. Und dann sollte ich unten auch wieder relativ viele Rüstungsteile haben. Ja, komplett voll. Dann habe ich noch die Schuhe. Das war nicht der Plan. Frage wäre, kann man darauf Unbreaking zum Beispiel verzaubern? Also kann man... Die Frage wäre, kann man die verzaubern? Nein, kann man nicht. Ich glaube aber, dass es relativ egal ist, weil das Jetpack gibt mehr Rüstung als Netherite-Rüstung. Und die Schuhe geben halt unendlich Feather-Vorlegen. Sprich, ich hätte sowieso Unbreaking, brauche ich nicht, weil... Die halten schon relativ lange, glaube ich. Und sonst kommt da halt ein Energy-Upgrade rein, tatsächlich. Da, nee, warte mal, da geht's auch nicht, oder? Ruhe, kann man das im Anvil zusammenwerfen? Das wäre nochmal die Frage. Aber ja, Unbreaking bräuchte ich also nicht auf den Schuhen, die ich jetzt momentan anhabe. Depth Strider wäre halt schneller unter Wasser. Kann man auch darauf verzichten. Fire Protection brauche ich nicht unbedingt, weil ich ja auch relativ viel Rüstung bekomme durch die, also fast doppelt so viel Rüstung durch das Jetpack mit Rüstung als die Brustplatte nur. Also die Brustplatte ist halb, fast halb so wenig, wie das Jetpack einfach gibt an Rüstung. Und Dornen wäre auch deswegen relativ egal. Ich glaube, es müsste auch nur ein Rüstungsteil mit Dornen sein und die Gegner würden trotzdem Schaden bekommen, wenn die mich angreifen. Und Mending brauche ich halt nicht, weil ich lade das Ding halt auf, indem ich mich auf das Charging Pad stelle, was mittlerweile nicht mehr zum Draufstellen geeignet ist, weil es da hinten so vergraben ist einfach. Weil diese ganze Insel hier irgendwie so wächst. Wir müssten uns auch irgendwann nochmal drum kümmern. Füllen wir den mal mit Hydrogen auf. Okay, das geht tatsächlich nicht. Den kann man nicht mit Hydrogen auffüllen. Gut zu wissen. So. Ne, das ist nicht für die Beine. Nicht für die Füße. Ah, ich könnte mir vorstellen, was das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Da muss Oxygen rein, oder? Safe muss da Oxygen rein. Ich nehme mal an, das ist ein Taucheranzug. Ja, ich habe es mir erst gedacht. Da muss Sauerstoff rein. Zum Atmen unter Wasser. Also, man hat...
die Schuhe und das Jetpack für Luft, den Tank und die Maske für unter Wasser, dann diesen Strahlenanzug für im Reaktor, dann die Mecha-Suite, einmal, ja, einmal geladen, einmal nicht geladen. Ja, hier sind einige Units bei, die noch interessant werden, aber sie sind irgendwie alle ultra teuer. Was ist das denn hier? Antimatter Pellets. Antimatter. Polonium. Nuclear Waste. Fissil Fuel und Wasser. Uranium Hexafluorid. Das macht man aus Uraniumoxid und Hydrofluorid Acid. Das macht man aus Sulfur und Fluorid. Sehr viele Flüssigkeiten. Uff. Und für diese Pellets halt braucht man wirklich gefühlt alle Flüssigkeiten, die es in diesem Pack irgendwie nur gibt. Water Vapor. Sulfur Tri. Oxid, Oxygen, Sulfurdioxid. Das bekommt man aus Sulfur. Ja, es wird teuer hier. Deswegen kann ich mir die ganzen Upgrades noch nicht machen. Aber wer weiß, vielleicht so in 20 Folgen oder so. Was haben wir denn noch hier sonst noch? Basic Tier 1 Installer. Ach, das sind die ganzen Dinger für die Maschinen. Hier ist halt ansonsten noch die Stilrüstung. Ich weiß nicht, also schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob die Stilrüstung besser ist oder die Feind Obsidian Rüstung als die Nazoid Rüstung, die voll verzauberte. Oder sonst eine Rüstung, Bronze oder Lapis, Osmium, Feind Glowstone. Ich würde auch interessieren, ob die dann leuchtet. Und ja, irgendwann kommt hier das ganze Fusionsreaktor. Döns. Aber ja, wenn man hier mal guckt, es gibt sehr viele Flüssigkeiten und die Hälfte oder fast alles davon braucht man einfach für diese das eine ist so oder so sind Fische, aber ungefähr die Hälfte von der untersten Hälfte, also ein Viertel von dieser Liste braucht man ungefähr, um diese eine von diesen Polonium Dinger herzustellen. Deswegen, das wird sehr krass werden. Und dann können wir auch hier überall die, wenn wir Polonium in Massen haben, können wir hier überall Upgrades drauf tun und die kann man dann wahrscheinlich zusammen hier im Anvil craften. So wie Bücher auf Rüstung kann man hier wahrscheinlich die Upgrades auf die Teile packen. Aber ja, wir können fliegen und kriegen keinen Fallschaden. Das heißt, es ist ein gutes Folgenende. Und ja, ich würde sagen, ich weiß noch nicht, wie ich es cutte, ob es jetzt eine kurze Folge wird oder ich da viele Uncut-Stellen habe. Deswegen keine Ahnung, ob ihr jetzt ein langes oder ein kurzes Video hattet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und sage ciao, Leute.